Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und wir fahren fort mit dem zweiten Showdown-Spieler Giovanni Lo Celso. Und er hat natürlich auch die Chance auf sein potenzielles Plus 2 Upgrade. Die Buchmacherwerte stehen hier sicherlich etwas niedriger als bei Nathan Ake bzw. Nathan Ake, wie es die Briten sicherlich aussprechen würden. Aber dennoch machen wir hier einmal das Video von Lo Celso. Ich denke, die Karte sieht sehr interessant aus. Ein guter Box-to-Box-Spieler, aber dazu gleich mehr. Wir schauen uns den Spieler an und gehen dann gemeinsam in seine SBC-Lösung. Aktuell kostet euch die Karte ca. 190 bis 200.000 Coins. Natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Okay, so sieht das Spiel aus. 4 Sterne Spezialbewegung, schwacher Fuß, 3 Sterne. Natürlich hier ein kleines Handicap. Box-to-Box, sicherlich perfekt geeignet mit den Arbeitsraten. Hoch-hoch hat er dort. Und ja, Argentinier sicherlich auch ligenübergreifend perfekt linkbar. Und was hier immer wichtig ist bei solchen Spielern, Ausdauer. Und hier gilt für mich als Minimum eigentlich mindestens 90 und das genau erfüllt er. Und ja, auch für seine, naja, er ist nicht groß, 1,77, aber die Dribbling-Werte sehen hervorragend aus. Oh, was hat er denn alles für Trades? Oh, 3 offensive Trades, dann noch CPU-Trades und es geht noch weiter. Ja, tatsächlich, den angeschnittenen Schuss, Flair, Außenrissschuss. Also die Karte sieht auf den ersten Blick richtig gut aus, mag man es etwas defensiver und da würde ich ihn auch sehen, dann ist das rundum wirklich ein perfektes Paket, abgesehen jetzt natürlich auch von seinem schwachen Fuß, aber ich würde hier Shadow drauf geben, ganz ehrlich. Ja, das würde ich so machen, Shadow, wer es vielleicht ein bisschen offensiver mag, kann sich da natürlich auch vielleicht noch einen Hunter drauf machen oder ein Engine, aber dennoch, ich würde ihn eher als ZM sehen, wie er auch hier uns vorgegeben wird und deswegen eher Shadow. Ansonsten Anchor wird auch gut sein, aber wie gesagt, eher Shadow. Okay, so viel dazu und jetzt schauen wir uns seine SBC-Lösung an. Oder fällt mir da noch gerade irgendwas auf an dem Spieler, was besonders hervorsticht? Einen guten Ruhewert, also 86 ist eigentlich, ja. Ansonsten sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Müssen wir jetzt nicht größer noch drauf eingehen. Ich dachte, ich hätte jetzt noch irgendwas vergessen. Aber schauen wir uns jetzt mal die SBCs an. Und hier haben wir 2 an der Zahl, genauso wie bei Ake. Und hier gibt es auch nur kleinere Packs zurück, jeweils 10.000 wert. Und starten wir mit der ersten SBC, Spurs. Und hier brauchen wir einen Spurs-Spieler, also einen Spieler von Tottenham Spurs. Team of the Week, mindestens einen Spieler. Team Gesamtbewertung 83, Team Chemie 75 und natürlich 11 Spieler. Wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt ganze 4 Tage nach Release Zeit, diese SBC abzuschließen. Das Match, das die beiden dann ja, erledigen werden, das ist am Sonntag. Um wie viel Uhr weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber ich denke mal nach 19 Uhr. Okay, jetzt legen wir los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC erledigt und wir bezahlen hierfür ca. 52.000 Coins. Jetzt schauen wir uns die zweite und letzte Aufgabe bzw. SBC an und hier benötigen wir einen Premier League Spieler, Team of the Week, mindestens einen Spieler. Hier haben wir Inks, Teamgesamtbewertung 85, Team Chemie 70 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch, let's go.
Und damit haben wir auch die letzte Aufgabe erfolgreich abgeschlossen und man zieht uns hier circa 142.000 Coins aus unserem virtuellen Münzportemonnaie und das soll es auch soweit gewesen sein. Wenn ihr Feedback zu der Karte bzw. wenn ihr schon Erfahrungen mit der Karte gesammelt habt oder einfach euch gerne austauschen möchtet, dann ab in die Kommentare damit. Vielleicht helft ihr den einen oder anderen vielleicht damit weiter, diese Karte vielleicht nicht abzuschließen oder vielleicht genau doch abzuschließen. Und das würde mich auch mal sehr interessieren. Und falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr zukünftige SPCs nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wiederschauen, tschüss.